willkommen bei den Q-Stories. Ich bin der Moritz und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, zu Besuch in Würzburg, Leonie. Leonie, vielleicht stellst du dich selber kurz vor. Ich bin Leonie Beck, ich bin Freiwasserschwimmerin der deutschen Nationalmannschaft und ich wohne auch in Würzburg, aber seit 2 Jahren bin ich in Italien dort zum Trainieren. Und genau, VacuTech ist seit Jahren mein treuer Sponsor, mein treuer Begleiter bei meiner Karriere. Und heute bin ich da und wir unterhalten uns ein bisschen. Genau so ist es. Ja, schön, dass du da bist. Du hast es gerade schon angesprochen, Trainingsgruppe in Rom. Ja, wie ist das für dich? Also das Training ist schon ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ich gewohnt war. Es ist natürlich, die Umstände sind natürlich ganz anders. Es ist ein fremdes Land, es ist eine fremde Sprache. Ich habe davor noch kein einziges Wort Italienisch gekonnt. Aber ins kalte Wasser gesprungen. Ich bin tatsächlich komplett ins kalte Wasser gesprungen. Aber es sind ganz, ganz liebe Menschen. Also ich habe eine tolle Trainingsgruppe, so wie ich es auch von daheim gewohnt war und gewohnt bin. Und genau deswegen macht es das Ganze einfacher, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, die einen auch unterstützen und helfen. Und genau, also alles top. Sehr schön. Und ja, Italien, Dolce Vita. Kriegst du denn was mit von Rom oder ist es mehr das Training, was natürlich im Vordergrund steht? Also wir trainieren in Ostia und das gehört zwar zu Rom, aber das ist am Meer und man fährt dann mit Verkehr teilweise doch schon eine Stunde 30 rein ins Zentrum. Allen Lateinschülern sagt das was? Also es ist schon, ja, wie gesagt, wir sind nicht im Zentrum, sondern halt abseits sozusagen aufs Rom, dass wir uns halt aufs Training konzentrieren können. Ich glaube, deswegen wurde diese Trainingsgruppe dahin gesetzt, damit halt nicht so viel Rubel außen rum ist. Wir haben auch einen Olympiasieger in der Trainingsgruppe, der schon ziemlich bekannt ist und deswegen, glaube ich, wollten die, dass wir so ein bisschen unsere Ruhe dort haben. Aber klar war ich schon sehr, sehr oft in Rom und ich nehme mir dann auch, wenn wir mal Nachmittag frei haben, sehr gerne die Zeit, um dort reinzuschauen, weil es ist eine wunderschöne Stadt und schauen wir dann auch gerne mal Rom an. Sehr gut. Jetzt habe ich im Vorgespräch schon gerade gehört, so 20 Sportler sind in der Trainingsgruppe zusammen. Ist das tatsächlich auch ein Vorteil, dass man sich quasi täglich im Training irgendwie messen muss und da auch sich dann gegenseitig zu Höchstleistungen pusht? Also ich war schon immer eine Athletin, die nie alleine trainieren konnte. Also ich brauchte immer eine Trainingsgruppe um mich herum. Leute, die das Gleiche machen, die das gleiche Programm schwimmen. Ich sage immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und natürlich ist es eine Hilfe, wenn man eine Trainingsgruppe hat, wo wirklich das Niveau sehr, sehr ähnlich ist und das Niveau sehr, sehr hoch ist. Und natürlich hilft man sich gegenseitig, man pusht sich gegenseitig. Und es ist schon viel, viel einfacher, sage ich mal, diese Sportart schwimmen, die sehr trainingsaufwendig ist, sehr zeitaufwendig ist. Und wir verbringen wirklich viele, viele Stunden mit Training. Und dann ist es schon besser, wenn man eine Trainingsgruppe hat, mit der man sich auch wirklich gut versteht. Jetzt hast du schon natürlich tolle Erfolge eingefahren in der Vergangenheit. Vielleicht lässt du uns daran noch mal kurz teilhaben. Auch und gerade im letzten Jahr war ja ein tolles Jahr für dich. Ja, letztes Jahr durfte ich Vize-Weltmeisterin und Europameisterin werden, über 10 Kilometer. Und Tokio 2020, 2021 waren meine zweiten Olympischen Spiele und waren für mich sehr, sehr erfolgreich. Ich bin mit dem 5. Platz sehr zufrieden. Und genau, also so Step by Step, also 2016, für vielleicht die es nicht wissen, bin ich vom Becken ins Freiwasser gewechselt und dann habe ich mich Step für Step hochgearbeitet sozusagen in die Spitze, mehr oder weniger. Und genau, durfte jetzt schon die ein oder anderen Erfolge feiern. Ja, bescheiden wie immer. 5. Platz bei Olympia hast du gerade schon erwähnt. Jetzt bist du in dieser Saison auch mit einem 5. Platz im ersten Rennen eingestiegen oder im ersten Freiwasserrennen eingestiegen. Hat in Israel, glaube ich, stattgefunden, war ein Europacup. Weltcup sogar. Oder Weltcup. Entschuldigung, es war ein Europacup. Ja, genau. Ich musste mich tatsächlich mal googeln, okay, dass Israel in Europa liegt, aber das ist ein anderes Thema. Wie ist es dir da ergangen? Ich habe schon gerade gehört, es war nicht so warm, wie man es eigentlich vielleicht für Israel erwarten konnte? Also zu dem Zeitpunkt, wir haben immer dort einen Europacup, du hast ganz richtig gesagt, und da ist es leider nicht immer ganz so warm, das Wasser ist so um die 20 Grad, also das ist gerade so an der Kippe, ob man Neoprenanzug anziehen darf oder nicht, und ich komme mit kaltem Wasser noch nicht ganz so gut zurecht, weil ich sehr, sehr schnell friere, und deswegen ist es immer ein bisschen schwer, dieses Rennen, aber an sich war es wieder ein gutes Training. Ist immer nicht einfach, den ersten Wettkampf
ja, das ist immer der erste Wettkampf in der Saison, nachdem man sehr, sehr viel trainiert hat, ein großer Trainingsblock. Und dann freut man sich natürlich, dass man wieder Wettkampf schwimmen darf. Aber ja, die wichtigen Wettkämpfe kommen noch im Laufe der Saison. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was über die Distanzen erzählt. Das ist ja auch ein Thema hier für Kuhl, dass wir irgendwie ja, Performance bzw. auch lange Leistung halten können. 5 Kilometer, 10 Kilometer, es gibt ja sogar noch längere Distanzen. Was sind deine Distanzen bzw. wo siehst du dich auch vielleicht in der Zukunft? Also olympisch ist leider nur 10 Kilometer und bei der Weltmeisterschaft gibt es auch 5 Kilometer und Staffel 4x1,5 Kilometer. Und bis zuletzt ja auch noch 25 Kilometer, aber das ist, steht gerade so ein bisschen auf der Kippe, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber die wichtigste Distanz sind die 10 Kilometer, weil es einfach die einzige olympische Strecke ist. Okay. Und ich fand ja persönlich, ehrlich gesagt, das Staffelformat, was glaube ich relativ neu ist, recht spannend. Ja? Es sind glaube ich 2 Frauen und 2 Männer. Genau. Viel Dynamik aus meiner Sicht im Rennen. Und das ist ja gerade bei Langdistanz-Sportarten immer so ein Thema, fand ich zumindest sehr spannend. Doch, das soll vielleicht sogar auch olympisch werden für Los Angeles 2028. Die gibt es auch schon länger, diese Staffel, aber also der Weltschwimmverband versucht das Ganze halt ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu bringen, unsere ganze Sportart ein bisschen mehr populärer zu gestalten, ein bisschen populärer zu machen. Und so eine Staffel ist schon was Cooles, weil man als Zuschauer vielleicht bei einem 2-Stunden-Rennen, wenn die Kameraführung nicht gerade ganz so gut ist, vielleicht nicht ganz so durchblickt. Und bei einer Staffel, da ist es, wie du sagst, sehr dynamisch. Es wechselt 4-mal die Sportler und wenn, je nachdem, welche Staffel mit Frauen oder Männern anfängt, ist dann die eine hinten, kann aber sein, dass sie wieder aufgeholt wird und dann ist es doch immer sehr spannend im Finish und ist dann schon immer, also wir selber fiebern immer ganz sehr, sehr mit, aber auch das Publikum findet es ziemlich cool und merkt man dann doch, obwohl das Ganze auch 1 Stunde dauert, aber es ist dann immer, meistens kommt es dann doch auf den Zielsprint an, genauso auch eigentlich wie bei den 10 Kilometern und ist dann, ja, freut uns, dass das Ganze ein bisschen populärer gemacht wird. Genau. Temperatur ist ja auch für uns ein Thema. Du hast schon gerade gesagt, du frierst schneller, sage ich mal, im kälteren Wasser. Dann ist es ja vielleicht auch kurios, oder ist es kurios, ihr habt euch vorbereitet in Livigno in der Höhe. Da war es ja auch ein bisschen kälter, zumindest das, was ich gesehen habe. Ja, da lag sehr viel Schnee. Also da kann es mal sein, dass es selbst im April noch über Nacht 30, 40 Zentimeter schneit. Aber wir trainieren im Schwimmbecken drinnen. Logischerweise, ich glaube, das kann keiner bezahlen, die Heizkosten. Aber genau, das ist dann das Höhentrainingslager sozusagen, was dann im Endeffekt die Leistung irgendwann steigern sollte, wenn man auf dieses Prinzip anschlägt. Und genau, deswegen fahren wir dann ab und zu in die Berge, in die Höhe, um dort zu trainieren. Traumlocations, Rom, aus meiner Sicht Livigno auch wunderschön, sowohl im Winter als auch im Sommer. Mhm. Ich weiß, es gab schon Weltcups auf den Seychellen, das heißt also, du bist viel unterwegs und siehst viel von der Welt, beziehungsweise ihr dürft an Top-Locations auch schwimmen. Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben also wirklich schöne Orte schon gehabt, Seychellen, jetzt dieses Jahr in Sardinien, am Golf Arancha heißt es. Das ist auch irgendein ein wirklich toller Urlaubsort, wird auch ein sehr, sehr schöner Weltcup. Ich glaube auch Paris, die Olympischen Spiele nächstes Jahr werden auch top. Also es sind schon sehr, sehr viele schöne Locations, aber natürlich schwimmen wir auch in Gewässern, die nicht ganz so angenehm sind, wo dann mal das Wasser braun ist oder, weiß ich nicht, das ein oder andere rumschwimmt im Wasser. Aber wir sehen schon sehr, sehr viel von der Welt. Meistens haben wir aber leider nicht so viel Zeit, die Städte dann anzuschauen, sondern sind halt wirklich dort nur zum Wettkampf und zum Trainieren und fahren dann wieder weg. Jetzt haben wir gerade schon von Sardinien gehört. Was ist denn darüber hinaus jetzt in dieser Saison noch geplant? Weltmeisterschaften in Japan, glaube ich? Genau, also jetzt im Mai haben wir noch 3 Weltcups und 1 Europacup. Also ist ziemlich viel Gereise jetzt noch. Also jedes Wochenende haben wir einen Wettkampf. Und dann sind die Weltmeisterschaften in Japan, in Fukuoka. Und danach ist noch ein Weltcup in Paris und dann sind noch World Beach Games auf Bali. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Ort. Ja, du bist auf jeden Fall zu beneiden. Wir haben ja auch schon zusammen Fotoshootings gemacht. Du hast schon die Box, unsere Kühlbox auch dabei gehabt. Wie ist dein Eindruck, wie kann man sowas vielleicht auch im Training, gerade in den wärmeren Spots irgendwie gut nutzen? Also es gibt
viel Theorien dazu, wenn das Wasser zum Beispiel sehr warm ist, wenn es draußen sehr heiß ist, dass man mit kühlerem Getränk eine Leistungssteigerung hat. Und genau im Gegenteil kann es zum Beispiel auch sein, wenn es sehr, sehr kalt ist, dass wenn man wärmere Getränke einfach nur anfasst oder wärmere Getränke trinkt, dass der Körper halt sich schneller aufwärmt. Deswegen spielt das Thema Temperatur schon eine große Rolle. Also allgemein auch in meiner Sportart im Freiwasser spielt Temperatur eine sehr, sehr große Rolle, genauso wie bei Kool. Deswegen gibt es da schon sehr, sehr viele Parallelen und kann schon helfen, die richtige Temperatur für das Getränk sozusagen zu haben. Jetzt hast du ja unsere Box sogar auf Herz und Nieren sozusagen getestet. Ich weiß, du hast mal für, ich glaube, eine Instagram-Story oder zumindest ein paar Instagram-Beiträge, ich glaube, es war sogar zu Corona-Zeiten, dein Trainings- oder dein Fitnessprogramm auf der Box absolviert. Sie war also super stabil und konnte dafür auch genutzt werden. Wir sitzen jetzt gerade drauf. Das heißt, natürlich vielfältig auch einsetzbar. Temperaturmanagement hast du schon gerade angesprochen. Ist es ein Thema, was ich auch in der, sage ich jetzt mal, Trainingsmethodik auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat? Also wir haben letztens auch mal ausprobiert, wenn man ein Getränk anfasst, also wenn man nur durch die, also wenn man warmes Getränk anfasst, dass man schneller warm wird. Also wenn einem sehr kalt ist, dann muss man einfach nur was Warmes anfassen und dann wird die Körpertemperatur, also fährt hoch. Und da gibt es sehr, sehr viele Theorien und auch viele Studien dazu, aber da gibt es schon viel, glaube ich, was man alles beachten kann und wird sehr, sehr viel geforscht. Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute, nicht nur für den Mai, sondern natürlich auch für die nächsten Wochen, Monate, für die komplette Saison. Und wir freuen uns, dich weiter begleiten zu dürfen mit Kuhl, mit Vacutech und drücken in jedem Rennen natürlich kräftig die Daumen. Dankeschön.